Unsere Emmaus-Gemeinde hat ihren Namen aus einer Ostergeschichte. Diese Geschichte steht im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Das liegt 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Als sie aber das Dorf erreichten, zu dem sie unterwegs waren, tat Jesus, als wolle er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete? Liebe Gemeinde, in dieser Ostergeschichte sind Menschen draußen unterwegs. Nur zu zweit, so wie wir auch in diesen Tagen oft. Diese zwei aus der Geschichte wollen nach Hause. Sie haben lange in der Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger gelebt. Sie haben das Leben geteilt. Jesus war ihre Mitte. Er hat sie miteinander verbunden. Doch nun ist er tot. Er wurde grausam am Kreuz hingerichtet. Und den beiden bleibt jetzt nur der Rückzug ins Private. Es ist ein trauriger Weg, den sie gehen. Das, was sie für ihre Zukunft hielten, liegt hinter ihnen. Und vor ihnen liegt ein Leben, das so ganz anders sein wird, als das, was sie sich erhofften. Die beiden wirken verlassen. Doch sie sind nicht verlassen. Ohne dass sie es bemerken, ist Jesus mit ihnen unterwegs. Jesus trifft man offenbar nicht erst am Ende des Weges. Mittendrin ist er schon dabei. Mitten in der Trauer, mitten in den Gedanken, die um den Tod kreisen. Er geht mit. Er hört sich die Sorgen an. Er hört das, was mutlos macht. Und als sie alle dann in Emmaus ankommen, laden die beiden Jünger Jesus zum Essen ein. Als Jesus dann das Brot teilt, da gehen ihnen die Augen auf. Er ist es. Er lebt. Und er war die ganze Zeit bei ihnen. Und irgendwie im Herzen haben sie das doch auch gespürt. Wo und wie auch immer wir heute Ostern feiern, Gott ist da. Er ist mit uns auf dem Weg. Ganz gleich, ob wir heute allein unterwegs sind oder zu zweit oder vielleicht als Familie. Und auch wenn wir heute eben nicht zusammen in der Kirche Ostern feiern können, wie wir es sonst tun, wir sind als Emmaus-Gemeinde miteinander verbunden. In Gedanken und in Gebeten. Gottes Geist verbindet uns. Und Gottes Geist verbindet uns mit Christen überall auf der Welt, die heute Ostern feiern. Und eines Tages werden wir es einander dann auch wieder persönlich sagen können. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Laudate omnes gentes, laudate.
Jesus Christus, wir feiern Ostern und wollen uns am neuen Leben freuen, das mit dir in die Welt gekommen ist. Aber es ist ein so anderes Osterfest als sonst. Wir bitten dich, geh mit uns, wenn wir uns in diesen Tagen allein fühlen. Wenn unsere Schultern niedergedrückt werden und wenn unsere Augen nicht klar sehen können, weil wir traurig und ratlos sind. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wir bitten dich heute für alle, die deine Nähe besonders brauchen. Für die Kranken und Sterbenden. Für diejenigen, die ihnen helfen wollen. Für alle Menschen, die Angst haben vor Isolation und Vereinsamung. Für alle, die um ihre Existenz bangen. Für alle, die sich so sehr nach ihrem normalen Leben sehnen. Wir bitten dich für die, die jetzt so leicht vergessen werden. Für die Geflüchteten in den Lagern, die besonders gefährdet sind. Für die Menschen in Afrika, die noch immer unter der Heuschreckenplage leiden. Und für die Menschen in unserer Partnergemeinde Loitoktok. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Jesus Christus, du gehst mit. Lass uns darauf vertrauen, jeden Tag neu. Schenk uns offene Augen für alle kleinen Zeichen deiner Gegenwart. Hilf uns bewahren, was uns in dieser Zeit besonders wichtig geworden ist. Der Kontakt zu den Nachbarn, das Gespräch mit der Freundin, das Gebet, der Blick zum Himmel. Jesus Christus, auferstanden von den Toten, du bist in unserer Mitte. Du bist das Leben. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Was uns bringt.